Also ich finde, zu einem Bestatter kann man immer und jederzeit kommen. Nicht zwangsläufig in der misslichen Lage eines Sterbefalls, weil Bestatter sind allgemein einfach Problemlöser. Und eigentlich sollte jeder einen guten Bestatter kennen. Ich bin Benedikt Kirchberg, Bestatter und führe mit meiner Schwester Katharina in vierter Generation unser Familienunternehmen. Primär unterstützt ein Bestatter natürlich im Sterbefall und an erster Stelle steht da die Betreuung der Angehörigen, die sich in einer ganz individuellen und persönlichen Ausnahmesituation befinden. In dieser Situation gilt es dann eigentlich, alles rund um die Bestattung zu organisieren. Das beginnt mit der Abholung und Versorgung von den Verstorbenen, die Erledigung von ganz vielen Formalitäten, Terminkoordination ist wichtig und natürlich auch das Eingehen auf ganz individuelle Wünsche. Bei der Suche nach einem Bestatter ist es wichtig, dass nach dem ersten Gespräch bereits eigentlich nach der Begrüßung, nach dem Reinkommen eigentlich schon eine Art Vertrauensverhältnis da ist. Man muss sich wohlfühlen und man muss diese Probleme, die man einfach hat, offen kommunizieren können und sich ernst genommen fühlen damit. Ganz frisch fertig geworden jetzt 2021 sind wir mit unserem Neubau. Wir haben Trauercafé, Trauerhalle, Abschiednahme, mehrere Beratungsräume, ein kleines Gärtchen, in dem man sich mal zurückziehen kann, um Ruhe zu finden. Ist, denke ich, zeitgemäß und ganz wichtig, viele Parkplätze. Bestattung und Trauerfeier werden immer individueller. Und Tradition ist Tradition und das ist auch wichtig. Aber wir können natürlich auch neue Traditionen ins Leben rufen. Und wenn jemand etwas Individuelles für die Trauerfeier wünscht, dann können wir das natürlich umsetzen. Ein Imagefilm über ein Bestattungsunternehmen ist mit Sicherheit nichts Alltägliches, was man so sieht. Aber uns war es einfach ein Anliegen, dass mal mehr Leute sehen, wer wir sind und was wir hier so machen den ganzen Tag. Und vor allem, dass man keine Angst vor uns haben braucht. Und dass wir uns auch überhaupt nicht verstecken wollen, ja? Wir sind offen und unsere Türen sind offen. Wenn sich Angehörige an uns wenden, dann ist das eine persönliche Ausnahmesituation. Und in dem Fall ist es sehr wichtig zu wissen, dass der Gegenüber genau weiß, was er tut. Und ich glaube, das haben wir die letzten knapp 100 Jahre ganz gut bewiesen.